Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn bei einem Tor hätte er den Torrekord der Liga eingestellt. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird, Buschi. Denn damit hat er nun den alten Torrekord eingestellt. Da kann man ihm nur gratulieren. Richtig, super Leistung. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Dann holt er sich auch den alleinigen Rekord. Dann legt er noch mal nach, vielleicht heute schon. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Und jetzt geht's los. Die Gäste setzen heute voll auf die Konter. Hat man ja oft, dass man auswärts den Gegner erstmal kommen lässt, immer wieder seine eigene Chance sucht. Also auch die Gästefans rechnen damit nichts anderem. Ja, setzt sich schön durch. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann ist es wunderbar gemacht. Ganz flacher Ball, wuchtig platziert. Keine Chance für den Keeper. Klasse Tor. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Giasula. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Kann er was draus machen? Ballverlust. Guter Pass jetzt. Die Chance jetzt. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei.
Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Götze. Ja, klasse Pass. Dritter. Und es gibt natürlich Einwurf. Das sieht vielversprechend aus. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Pertl. Sie geben den Ball ab. Ritter. Es läuft sehr gut für Sie. Sie stehen oben in der Tabelle und können mit dem Saisonverlauf wirklich zufrieden sein, wie ich finde. Ja, und wenn man sich so Ihre Resultate anschaut, verwundert es auch nicht, dass Sie mit viel Selbstvertrauen auftreten. Nico Granatowski. Ball läuft da gut jetzt. Jetzt könnte er flanken. Dominik Ernst. Gute Aktion. Muss Einwurf geben. Gefährlich. Was macht er draus? Macht er gut. Guter Vorstoß jetzt. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Götze. Guter Pass jetzt. Ja, könnte was werden. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Pertl. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gut mitgespielt vom Torhüter, fängt den Ball ab. Verteidigt da den Ballbesitz. Und da verlieren sie den Ball. Weg ist der Ball. Ich finde es irgendwie erstaunlich, Buschi. Wir haben schon so viele Spiele gesehen. Aber trotzdem ist man immer noch begeistert, wenn man in so eine stimmungsvolle Arena kommt. Geht mir ganz genauso. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man keinen Spaß mehr am Spiel hätte, dann könnte man den Job als Kommentator auch nicht machen. Es gibt Einwurf. Der Ballverlust. Ja, sie können erstmal klären. Erstmal keine Gefahr mehr, aber jetzt könnte der nächste Angriff kommen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne.
Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Macht das da gut. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Nico Granatowski. Schöner Spielaufbau jetzt. Den Ball hat er. Und jetzt ist der Ball geklärt. Der Ball kommt hoch rein. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Und es gibt natürlich Einwurf. Auf Außen ist Platz. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Er passt ihn auf den Flügel. Da passt er super auf und hat den Ball. Lužek. Ritter. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Erneut so ein hervorragender Pass. Ja, könnte was werden. Guter Spielaufbau. Sieht gefährlich aus. Stark gearbeitet hier. Nico Granatowski. Die Vorwärtsbewegung jetzt. So, klasse Pass. Das wird Ecke geben. Jetzt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Jetzt ist erstmal Pause. Was sagst du zu den ersten 45 Minuten? Das frühe Tor hat natürlich die Sicherheit gebracht, überhaupt keine Frage. Und seitdem
haben sie den Gegner auch nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Und jetzt geht's los. Ja, setzt sich schön durch. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Die Chance jetzt. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Und da ist der Ball wieder weg. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Lužek. Anspiel kommt gut. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Ja, enge Geschichte. Da muss er einen Tick später loslaufen. Dann wird es gefährlich. So ist es abseits. Niko Granatowski. Sie holen sich den Ball. Was macht er draus? Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Da passt er auf und kann klären. Toni Kroos ist zum FC Liverpool gewechselt und verlässt Real Madrid. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Sauberes Tackling von ihm. Da wäre Platz für den Konter. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Klasse Pass. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Götze. Er will den Ball, verlässt seine angestammte Position. Das ist natürlich ein guter Pass. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht einen Tick zu spät. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Gleich wird hier ausgewechselt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Sie wechseln aus. Die Nummer 7, Marlon Ritter. Neue der Partie, die Nummer 8, Nicolas Sessa. Ballverlust. Lužek.
wird es jetzt gefährlich. Ganz wichtig, da muss er hin. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Götze. Schöner Steilpass. Was macht er draus? Er macht das Tor und da ist der Jubel natürlich besonders groß. Ja, denn damit hat er einen neuen Ligarekord aufgestellt. Das ist natürlich ein unvergesslicher Moment. Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Dominik Ernst. Da kann er sich den Ball holen. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sie verlieren den Ball. Da passt der Torhüter klasse auf. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Anspiel kommt gut. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt ist er durch. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Jetzt sieht es natürlich nicht mehr so gut aus, klar. Sie liegen noch vorn, aber wer weiß, das könnte jetzt noch mal ein völlig anderes Spiel werden. Hier ist noch alles drin. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Zimmer. Guter Spielaufbau.
Götze. Guter Einsatz, er hat den Ball. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Kart. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Super Pass jetzt. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Da steht die Abwehr sicher. Oh, viel Platz jetzt. Die Chance. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Drei-eins heißt es also jetzt. Beck. Pass auf den Flügel. Sie wollen verkürzen. Er blockt die Hereingabe ab. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Die Gäste werden wechseln. Könnte eine Gelegenheit werden. Der Angriff könnte was werden. Und das Tor. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Hertel. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ganz energisch. Gut den Ball verteidigt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Jetzt haben sie den Ball. Pass geht über die Seitenlinie. Das ist Einwurf. Jetzt kommt der Wechsel. Lužek. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, das könnte was werden. Und er ist drin. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell.
und im Abschluss auch noch effizient. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Durch den Gastgeber. Die Nummer 8. Nicolas Sessa. Giasula. Setzt sich da schön durch. Klasse Aktion. Ball ist weg. Guter Pass. Wartet einen Moment. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es noch extra. Lužek. Das war sehr optimistisch. Also die Entfernung war dann doch zu groß. Giasula. Schöner Pass. Jetzt könnte er flanken. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Und jetzt geht's los. Ja, setzt sich schön durch. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Die Chance jetzt. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Schöner Steilpass. Er macht das Tor und da ist der Jubel natürlich besonders groß. Ja, denn damit hat er einen neuen Ligarekord. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Die Chance. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das Tor. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Jetzt müssen sie aufpassen. Und er ist drin.